Leise rieselt das Verkehrschaos. Im Taunus liegt Schnee und alle fahren hin. Das ist gerade in Corona-Zeiten keine besonders gute Idee. Oder etwa doch? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, hast du fürs Wochenende einen schönen Schneeausflug in den Taunus geplant? Ganz sicher nicht. Oh, warum nicht? Aber es soll ganz viel Schnee liegen. Morgen soll es nochmal schneien. Weil alle in den Taunus fahren, du ja auch. Ja, natürlich. Da liegt ja auch Schnee. Habe ich mir gedacht, ja, aber Schnee liegt auch vielleicht nächstes Jahr noch, wenn die ganzen anderen wieder in den Alpen sind und da die Wiesen platt trampeln und die Berge kaputt machen mit diesen Skipisten, die da künstlich angelegt worden sind, dann kann ich wieder ganz gemütlich in den Taunus fahren oder ins Sauerland und da Schlitten fahren. Aber gerade dieses Jahr, ich meine, man kann ja sonst nichts machen. Da muss man doch wenigstens in den Schnee fahren können, oder nicht? Ich kann jetzt auch noch einmal mehr am Rhein spazieren gehen. Langweilig. Nee, Maike, es geht nicht. Es geht nicht. Guck dir doch mal an, was da letztes Wochenende los war. Es war voll. Du warst ja selber da. Es war doch eine Katastrophe, okay. Oder nicht? Ja, Abstand, es war schon voll. Also ich meine, ich bin echt früh angekommen, früh aufgestanden extra, weil ich es mir schon gedacht habe. Mhm. Und deswegen habe ich noch einen Parkplatz gekriegt. Mhm. Und einmal habe ich auch einfach ganz unten geparkt und bin dann halt hochgelaufen. Ist auch nicht so schlimm. Kann man alles machen, alles für den Schnee. Das haben sich ganz viele gedacht am vergangenen Wochenende. Und die waren eben nicht alle so früh dort wie du. Und dann gab es richtig Chaos. Und die Menschen im Taunus sind richtig, richtig angepisst. Ja, okay, gut, das kann ich vielleicht verstehen. Ja, wir müssen heute mal ein bisschen über Verkehrschaos im Taunus sprechen. Jetzt liegt Taunus nicht unbedingt in dem Gebiet, über das wir sonst sprechen, Rheinhessen, aber ihr da draußen, also jetzt nicht unbedingt ihr explizit, aber wir hier aus Rheinhessen waren teilweise im Taunus unterwegs, weil da so viel schöner Schnee lag. Das hat den Menschen dort nicht gefallen und das hat euch auch zu ein paar Problemen geführt. Was gibt's denn für Alternativen? Was könnte man dagegen machen? Darüber reden wir heute mal in der Bubblebox. Aber erstmal wollen wir hören, was ihr denn so da draußen denkt oder ob ihr am Wochenende vielleicht selber im Taunus wart und kommendes Wochenende vielleicht auch wieder hinfahrt. Genau, die Mensa Flachland-Tiroler solle sich an der Reuhocke statt unseren Waldplatz zu drambele. Gibt es eigentlich eine saftige Geldstrafe für die Falschparker und Blockierer? Das spreche sich doch in Windeseile herum. Alle Kennzeichen notieren und fotografieren, dann eine gesalzene Aufforderung verschicken, die den Schnee schmelzen lässt. Also wir waren auch da und es war richtig schön und hat gut getan, auch mal sowas zu sehen. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum, es ist ja kein Schneechaos im Taunus gewesen, Maike, es ist ja ein Touri-Chaos gewesen an diesem Wochenende. Durch den Schnee erzeugt, weil alle in diesen Schnee wollten. Es ist so schön, den mal zu sehen. Ja, ist es auch wirklich. Ich meine, hier unten ist einfach nur trüb und braun und grau und da ist einfach alles weiß und die schneebedeckten Tannen, die fast umknicken von der ganzen Schnee und überall glitzert es und ach, es ist einfach wundervoll. Ja, man hätte sich auch auf die Couch setzen können, Vierschanzentournee gucken können, da ist auch alles schön weiß. Und ja, aber du hörst es ja nicht unter den Füßen knirschen und wenn du ein bisschen abseits gehst, auch eigentlich die Stille, die im Schnee ist. Aber gut, am Rodelberg ist vielleicht dann nicht unbedingt Stille. Und am Bratwurststand. Genau. Ja, also wir haben es ja auch in den Kommentaren gehört, viele sagen ja, ey, bleib doch gefälligst zu Hause. Aber es ist natürlich auch irgendwie schick und einfach, so diese Meinung zu sagen. Wir müssen jetzt, glaube ich, Maike, mal, bevor wir uns weiter darüber austauschen, wie es denn eigentlich ist und was man machen könnte, wir müssen jetzt erstmal hören, wie es denn wirklich war vor Ort. Jetzt warst du da, kannst vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen berichten. Mhm. Aber die Kollegin Nele Leubner hat sich mit den Menschen vor Ort unterhalten und hat auch mit Politikern und Verantwortlichen vor Ort gesprochen und erklärt uns, wie die Lage am Wochenende im Taunus war. Ja, da ist eine Mischung zusammengekommen. Schnee haben wir nicht so häufig in der Region. Schulferien und dann noch der Lockdown. Das hat einfach einen wahnsinnigen Ansturm auf viele Ausflugsziele, gerade in den Mittelgebirgen, ausgelöst. Einige Gemeindevertreter, mit denen ich gesprochen habe, zum Beispiel der Bürgermeister von Schmitten, der ist im Bereich des Großen Feldbergs zuständig, haben von einem Besucheransturm, wie es ihn noch nie gegeben hat, gesprochen. Also die sind schon auf Besucher gewöhnt, wenn da mal Schnee liegt oder an ganz heißen Tagen kommen da schon ab und zu mal ein paar Leute vorbei.
Aber dieses Verkehrschaos, die Massen auf den Rodelpisten und den Waldwegen und dann auch noch viele Wildparker auf Feldern und Wiesen, die da die Äcker zerstört haben, waren ungekannte Ausmaße, wie sie mir berichtet haben. Okay, und warum wurden dann sogar Parkplätze und sogar ganze Straßen gesperrt? Ja, das ist ganz interessant, weil gerade rund um den großen Feldberg, also das ist ja einer der Hotspots der Ausflügler aus dem gesamten Main-Taunus-Gebiet, auch viele Rheinland-Pfälzer wurden dort gesichtet, hatten diese Sperrungen erstmal gar nichts mit dem Besucheransturm zu tun, sondern wurden wegen der Gefahr von Eisbruch, also dass beispielsweise Äste oder Bäume unter der Schneelast brechen, ausgerufen. Das gleiche Thema übrigens auch am Erbskopf in Rheinland-Pfalz. Aber dann hat man tatsächlich die Sperrungen noch richtig groß ausgeweitet, um die Leute überhaupt abzuhalten, zu kommen, da zu parken. Die Folge war dann aber tatsächlich, dass sie einfach beispielsweise auf der B8 geparkt haben. Und dann wird eine Straße, die im Zweirichtungsverkehr befahren wird, einspurig. Und dann staut es sich so richtig und dann ist das Verkehrschaos da. Taunusstein hat schon mit Sperrungen reagiert und Willingen hat ja jetzt sogar infolgedessen die Ski- und Rodelpisten komplett gesperrt. Alle Appelle und Warnungen, die dann auch immer wieder durchs Radio kamen, die schienen so gar nichts zu nutzen. Warum, denkst du, kam das nicht an? Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Gemengelage aus verschiedenen Sachen. Also ich glaube tatsächlich, dass es zum einen daran liegen könnte, dass den Menschen jetzt während der Corona-Pandemie einfach langsam die Decke auf den Kopf fällt. Wir wollen raus. So häufig gibt es dann ja auch keinen Schnee in unserer Region. Es sind Ferien, Feiertage, wir hocken daheim. Gerade für Familien mit Kindern ist es sicherlich verlockend, dann trotz aller Appelle und Warnungen rauszufahren. Und ich glaube, wenn du dann mit deinen Kindern auf dem Rücksitz im Auto vor Ort angekommen bist, die Lage vor Ort siehst, würdest du vielleicht normalerweise umdrehen und nach Hause fahren, aber mit deinen Kindern auf dem Rücksitz ist es vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, mit denen auszuhandeln und umzudrehen, einfach wieder und zu sagen, komm, heute kein Schnee, kein Rodeln, wir fahren wieder heim. Und einige unterschätzen vielleicht auch ein bisschen die Massen an Menschen und auch die mögliche Infektionsgefahr, wenn die sich dann dort drängen. Ja, dann hat es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass diejenigen, die sonst in den Skiurlaub fahren, das Schneegefühl suchen. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine menschliche Reaktion, aber es kam, glaube ich, vieles zusammen, was dann zu einer unguten Gemengelage geführt hat. Jetzt sieht es so aus, als würde der Schnee erstmal liegen bleiben, auch am nächsten Wochenende. Das heißt, der Ansturm wird wohl erstmal nicht enden. Aber was könnte da denn die Lösung sein? Vielleicht eine Art Parkleitsystem oder helfen da nur noch strengere Verbote oder sogar Bußgelder? Ja, das ist ganz schwierig. Die Kommunen haben sich ja auch untereinander ein bisschen verständigt, wie sie darauf reagieren können. Die Parkplätze sind einfach nicht auf solche Massen ausgerichtet. Also selbst früher an normalen Tagen, wenn es voll war, konnten sie das noch bewältigen. Aber auf solche Massen können die dann auch nicht reagieren. Ordnungskräfte und Bußgelder könnten helfen. Aber da müssten dann halt auch die Kapazitäten bei den Ordnungskräften vorhanden sein, um das halt auch zu kontrollieren. Also es wurden ja auch schon aus verschiedenen Kommunen mehr Kontrollen und auch Abschleppen angedroht. Aber gerade die Sicherheitskräfte haben ja aktuell bereits mit den Kontrollen der anderen Corona-Verordnung schon viel zu tun. Ob man jetzt auf die Schnelle ein gutes Parkleitsystem, was auf diese Massen reagiert, einrichten kann, ich glaube, das ist fraglich. Mit der Situation hat einfach auch niemand gerechnet und die gibt's halt auch sonst nicht so häufig. Aber ich glaube, dass es beispielsweise helfen würde, wenn die betroffenen Regionen und Kommunen versuchen würden, auch die schönen Stellen abseits der Hotspots bekannt zu machen. Also als ich mit einem Kollegen, der auch im Untertaunus wohnt, telefoniert habe und wir uns so ein bisschen über die Situation unterhalten haben, meinte der, naja, warum fahren denn die Leute alle an die gleichen Stellen? Und ich habe gesagt, naja, weil so Leute wie ich, die in der Wiesbadener Innenstadt wohnen, gar nicht so ganz genau wissen, wo wir denn hinfahren sollen. Und dann wirft man vielleicht einen kurzen Blick ins Netz oder fragt jemanden, der das vielleicht wissen könnte. Und dann fahren halt alle zu den gleichen Hotspots.
Unsere Kollegin Nele Leubner war das, die sich unterhalten hat mit Menschen und Verantwortlichen aus dem Taunus, die dieses Touri-Chaos durch den Schnee am Wochenende erlebt haben und die mit Sicherheit schon Angst davor haben, was jetzt so die kommenden Wochenenden bringt, denn es bleibt kalt, es kommt noch mehr Schnee und Maike, du fährst bestimmt auch wieder in Taunus. Ja, natürlich. Wirklich? Ja, klar. Am Wochenende muss ich leider arbeiten. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich dafür dann Montag, Dienstag frei habe. Dann kann ich dann in den Schnee fahren, wenn niemand da ist. Das ist natürlich schöner. Das ist natürlich ganz vernünftig. Das ist ganz vernünftig, weil ich muss sagen, ich verstehe es nicht. Es wird im Radio durchgesagt, die Berge sind voll. Die Straßen sind dicht, es ist auch noch gefährlich, weil Äste abbrechen können und trotzdem fahren die Leute hin. Also klar, Nele hat es ja auch gesagt, wenn das Kind auf dem Rücksitz sitzt, es will vielleicht auch mal Schnee sehen, weil es noch nie Schnee gesehen hat, aber genau. Ich verstehe es nicht. Ja, aber so funktioniert das einfach nicht, weil jeder Mensch denkt natürlich, ach, ich komme schon noch durch. Für mich gilt das schon irgendwie nicht. Ich komme schon irgendwie an. Warum denkt man das? Ich verstehe es. Ich glaube, das denken nicht. Einfach generell aber immer alle Menschen, auch wenn nicht. Sie jetzt. Ja, du vielleicht nicht, aber du wünschst es dir vielleicht auch nicht so sehr. Aber man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ich meine, die ganzen Skigebiete, Winterurlaube sind dieses Jahr halt eben geschlossen, nicht möglich. Worauf man sich vielleicht richtig lange gefreut hat, weil es vielleicht dein Hobby ist, kannst du dieses Jahr nicht machen. Mhm. Dann hast du vielleicht auch noch Kinder, die jetzt auch noch viel länger Ferien haben und die sich nicht so wirklich mit vielen anderen Freunden treffen dürfen, die nichts zu tun haben. Und dann hast du die Alternative, okay, du kannst hier rausgehen in so ein Schmuddelwetter mit Nieselregen oder du kannst eben da hochfahren und deinem Kind mal was wirklich Schönes bieten, dass es wieder gute Laune kriegt und den Schlitten einpacken und dann sitzen sie auf dem Rücksitz und du denkst dir schon so, ach, irgendwo kann ich schon parken. Naja, und dann, ich habe es auch erlebt, auch wenn ich jetzt keine quengelnden Kinder auf dem Rücksitz habe, aber trotzdem, dann fährst du da hoch, schön Taunussteinplatte, bist eine halbe Stunde gefahren und dann steht da so ein unfreundlicher, es tut mir wirklich leid, wirklich unfreundlicher Verkehrspolizist, der dir sagt, boah, nee, hier kann man nicht mehr parken, fahren Sie nach Hause. Ja, aber ich habe völliges Verständnis für seine Unfreundlichkeit. Wenn ich da seit morgens um 8 stehe und es immer mehr Menschen werden, hätte ich auch keinen Bock mehr, weil du hast es ja selber gesagt, man soll nicht in die Alpen in den Schulurlaub fahren. Ja, dann fahr halt auch nicht in Taunus, bleib halt zu Hause. Ich weiß, dass es nervig ist und es gibt gute Gründe, dass man raus will. Und dass es irgendwie nervig ist, schon jetzt nochmal eine Runde am Rhein spazieren zu gehen. Aber es geht einfach dieses Jahr nicht. Ja, aber man denkt sich halt auch gerade draußen, ist ja auch einfach die Ansteckungsgefahr nicht so riesig. Und ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil ich habe diesen Verkehrspolizisten dann auch gefragt, gibt es denn hier irgendeine Alternative, wo ich noch parken könnte? Und dann hat er mich einfach ignoriert. Und das finde ich eigentlich nicht cool. Also ich finde, ein bisschen entgegenkommen müsste man den Leuten schon, weil sonst kommt da auch nur Frustration hoch. Mhm. Und das dadurch kommt da noch weniger Verständnis für irgendwelche Corona-Maßnahmen oder auch simple Verkehrsmaßnahmen. Dann haben die Leute noch mehr Lust zu rebellieren. Und das ist halt auch kein guter Effekt. Also ja, klar, wir müssen später, glaube ich, noch mal über Alternativen reden. Aber ich kann dieses Verhalten der Menschen nicht nachvollziehen. Auch im Sauerland. Es ist egal, ob es jetzt im Taunus oder im Sauerland spielt. Da redet man über Menschen, die in Vorgärten pinkeln. Natürlich pinkeln sie in Vorgärten, weil ja alle Restaurants und öffentlichen Toiletten im Moment geschlossen haben. Es gibt auf Instagram hunderttausende Bilder mit dem Hashtag Winterberg, weil sich jetzt irgendwelche Influencer im Sauerland in Schnee stellen und da posen und wunderschön verzauberte Winterbilder machen. Und damit natürlich noch mehr Menschen anlocken. Was sind denn das für Vorbilder? Und dann wird, wenn die Straßen gesperrt sind, wie du sagst, ja, dann suchen die Menschen die nächstbeste Alternative. Und es ist vielleicht gar nicht mal die nächstbeste, sondern die nächstschlechteste, wenn du dann über den Feldweg noch weiter in den Wald reinfährst, da irgendwelche Fährten vielleicht auch kaputt machst, du die Tiere aufschreckst. Das ist übrigens auch immer dein großes Thema. Ja, okay. Das Wohl der Tiere. Ich will gar nicht wissen, wie viele Rehe und Hirsche und Wildschweine im Taunus gerade irgendwie durchdrehen, weil die Menschen da durch den verschneiten Wald rennen. Naja, die armen Tiere. Ja, auf jeden Fall schon die armen Tiere. Aber ich muss auch sagen, die armen Menschen. Aber jedenfalls, der Taunus ist ja im Prinzip eigentlich auch groß. Eigentlich verteilen sich die Menschen ja auch ganz gut. Eigentlich. Also, machen sie aber nicht. Eigentlich wäre es ja wirklich genug Wald und Schnee für alle, wenn sie sich vielleicht ein bisschen verteilen würden und nicht alle an einen Fleck fahren. Zum Beispiel war ich auch am Altkönig Feldberg in dem Gebiet letztens am Wochenende.
Und wenn du da in den Fuchstanz gehst, da ist wirklich auf jeden Fall Party. Weil da gibt es da gibt es nämlich Essensstände, da gibt es warme Getränke und da stellt sich jeder an und dann ist da echt viel los. Und aber dann ist es auch vorbei mit dem geringeren Infektionsschutz wegen der frischen Luft, wenn du da aneinander in der Bratwurstschlange klebst. Eben, aber da frage ich mich doch gerade auch, ich meine, das ist natürlich nicht unbedingt Sinn der Sache. Natürlich ist es auch nicht cool, wenn Leute in Vorgärten pinkeln. Das ist natürlich ganz furchtbar. Aber ich denke mir so ein bisschen, ja, meine Güte, die Leute sind halt da. Warum kann man denn nicht irgendwas schaffen, dass sich das vielleicht entzerrt? Wie wäre es denn mit Genehmigung für 2 Bratwurststände? Dann würde sich das schon mal halbieren. Oder vielleicht sogar 3. Oder vielleicht öffentliche Toiletten, die man, ich meine, ein paar Dixi-Klos aufstellen, kann doch nicht so schwierig sein. Ja, aber du stellst sie ja trotzdem nur an dem einen Spot hin, wo alle viel hinkommen. Du kannst ja jetzt nicht von den Kommunen verlangen, dass sie jetzt mal eben den ganzen Taunus für einen Winter zum touristischen Hotspot ausbauen, wo du 38 Anlaufstellen hast, weil, Maike, ganz nebenbei, die Kommunen haben dieses Jahr noch ein bisschen was anderes zu tun. Impfzentren errichten, Menschen schützen, Kontakte nachverfolgen, da war noch irgendwie was. Ja, okay, schon. Ich rede ja auch nicht von 38 Stellen, vielleicht würden 3 schon reichen anstatt einer. Aber das kriegst du halt nicht mal eben aus dem Boden gestampft. Ja, ich kann das nachvollziehen, wäre natürlich cool. Ist vielleicht auch toll, wenn das auch in künftigen Jahren touristisch attraktive Orte sind, wo man noch was erleben kann und so. Eben, und ist doch die schön. Anderen Irren dann wieder in den kommt Alpen. Kommt ja auch wieder Geld rein. Ja, ja, absolut. Und die anderen Irren sind dann wieder in den Alpen und die, die hier bleiben, können sich da wirklich schöne Winterzeiten machen. Aber das geht halt jetzt mal nicht so schnell. Ja, und das frage ich mich halt, das geht nicht so schnell. Ja, natürlich geht das nicht so schnell, aber meine Güte, das konnte man doch vorhersehen, oder? Also es war doch klar, dass es Winterferien geben würde, dass die Skigebiete gesperrt sind und dass die Leute, wenn sie hier hocken und es vielleicht Schnee geben sollte oder es auch nur 3 Schneeflocken vom Himmel kommt, dann rasten hier alle schon vor Freude aus, weil es fast nie Schnee gibt, dass die dann alle in den Taunus stürzen. Ich finde, die Überlegung hätte man sich ja auch ein paar Wochen früher machen können. Wenn da nicht ein Coronavirus wäre, mit dem alle beschäftigt sind. Ich wiederhole mich, aber ich glaube ja, man hätte das vorhersehen können, aber man hatte gerade einfach anderes zu tun. Aber trotzdem finde ich deine Idee ja nicht schlecht und Nele hat es ja auch gesagt, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, mal schnell eine wirklich schäbige Internetseite aufzusetzen. Die muss ja gar nicht gut aussehen und mal kurz aufzulisten, da ist auch noch schön, da ist auch noch schön und da ist übrigens auch noch schön. Und wenn es geht, bleib vielleicht einfach doch zu Hause, weil ich kann es ja auch nur empfehlen, am Wochenende Wintersport zu gucken, ist auch Erholung pur. Also das finde ich jetzt richtig langweilig und da werde ich auch einfach nur hippelig, wenn ich anderen Leuten dabei zusehe, wie sie coolen Sport machen und ich selber sitze auf der Couch und darf nicht raus. Also sorry, da werde ich unglücklich. Was machen wir dann? Hier in Mainz, in Rheinhessen. Also erstmal natürlich hoffen, dass es hier auch mal schneit. Das wäre schon mal, das, lieber Petrus, wäre schon mal ein Anfang, dass du das uns natürlich einfach auch mal Schnee schickst. Genau, wenn nämlich einfach hier auf dem Lerchenberg Schnee liegen würde und wir den runterfahren können, dann hätten wir ja schon viel mehr Möglichkeiten. Ja. Aber tatsächlich denke ich, es gibt auch wirklich nicht nur den Taunus. Man kann zum Beispiel, was gar nicht so viele Leute kennen, auch an den Schanzenkopf fahren, also Richtung Hunsrück. Da liegt auch jede Menge Schnee und das ist sehr viel leerer. Also ich glaube, das mit den Alternativen sich überlegen und vielleicht so eine coole Website machen, hier liegt überall Schnee, vielleicht sogar so eine interaktive Karte. Hier liegt Schnee.de. Ja, hier liegt Schnee.de. Genau, klingt doch super. Also ich finde, das wäre auf jeden Fall eine gute Lösung und bitte nicht noch mehr Bußgelder und Verbote. Ich glaube, die Leute haben es langsam satt. Ja, kann ich verstehen, aber trotzdem bitte, bitte auch einfach mehr Vernunft und vielleicht dann doch nochmal den 11. Rheinspaziergang machen. Den 11. ausgerechnet. 12. Na gut. Und wir müssen ja auch nicht mehr so lange durchhalten. Dieses Jahr haben wir es geschafft. Ein Winter, mal ein bisschen weniger Schnee, werden wir doch aushalten können. Ja, wir mussten halt dieses Jahr einfach schon vieles aushalten. Dieses Jahr noch nicht so viel. Okay, letztes Jahr. Ja. Stimmt, dieses Siehst Jahr du? Tatsächlich ja. noch nicht so viel. Alles eine Frage der Perspektive. Okay. Und dieses Jahr wird auch alles besser. Ja, da bist du dir sicher. Haben wir in der letzten Folge drüber geredet. Ich bin mir okay. sicher. Ja. Gut, ich bin mir auch sicher. Maike, dann wünsche ich dir am Wochenende viel Spaß im Schnee. Dankeschön. Pass auf. Dir auch. Guck's dir mal an. Ich empfehle frühes Losfahren. Ich empfehle zu Hause bleiben. Aber da reden wir mal nächste Woche nochmal drüber. Okay. Maike, vielen Dank für heute. Danke dir auch. Auch euch vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne eure Meinung zu dieser Folge und zu diesem Thema da unter den Beiträgen auf unseren Social-Media-Seiten oder schreibt uns eine Mail an online@vrm.de.
Folgt uns gerne, abonniert uns und wir hören uns beim nächsten Mal wieder in der Bubblebox. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Angebot der VRM.